my strife, my right to fight, to die, oh. Jetzt hier, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Star Wars Outlaws bei mir auf dem Kanal. Und ja, wir sind immer noch auf dem Weg jetzt zum, zur verlorenen Steppe. Ich hoffe, dass das nicht so schwierig wird. Schmuggler bewahren HD05 Geschaltkreis in dem Versteck in den Bergen von der Scharre auf. Um es zu bekommen, musst du Werkzeug zum Felsen wegmachen. Aber hier ist ein Eingang. Wow. Ja, wenn du genau wüsstest, wo es ist, ne? Also in dem Tunnel habe ich jetzt nichts gesehen, ganz ehrlich. Meter. Was sagt denn die Karte? Ist halt echt schwierig zu sehen, ne? Von hier aus vielleicht, aber... Es kann halt wieder nur so ein Aufgang sein oder sonst was. Ist auf jeden Fall da oben irgendwo, schätze ich. Festhalten. Die Frage, ob wir noch uns noch so eine Suchfolge gönnen wollen jetzt. Meine letzte Folge war schon nur eigentlich nur Rumgesuche. Also muss ich nur nach diesem Ort suchen und herausfinden, wohin der rote Punkt führt. Ah, das ist das Ding. Wo habe ich denn das Teil? Warte mal. Hättest du da ausmachen? Hier verlassen, rechtsklick. Auf U. Auf der 6 habe ich den. Könnte der Felsen schon sein, ne? Aber da kommst du nirgendwo hoch. Das ist selten bei so aktuellen Games, so Casual Games, dass du so viel suchen musst. Das ist der Eingang, ne? Ja. Also richtig klettern kannst du ja auch nicht mit der Tante. Hier ist eine Straße da hinten. Da oben ist irgendwas. Ventilator. Wie kommen wir da hin? Oh. Da drüben ist irgendwas. Schade, dass man mit dem Schiff da nicht landen kann, ne? Sollte vieles vereinfachen. Da ist ja nichts, wo du hochfahren könntest. Ein Kleider gibt's nicht. Ein Jetpack wäre geil. Da ist da nichts zum Hochklettern. Vielleicht ist da irgendwas zum Hochklettern. Ich muss noch drum rumlaufen. Ist halt wieder so eine Suchfolge. Ich könnte einen Schnitt an der Stelle machen, gucken, wie ich da hochkomme. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich da oben bin. Sollte bei euch ein bisschen die, zwar die Dynamik rausnehmen. Aber auch den Grind halt. So ein bisschen. Ich schalte mal auf Sprengung, vielleicht. Dann nirgendwo. Oh.
wenn ich nicht vorstelle, dass das richtig ist. Tja. Genug gelaufen, Nix? Na, wo ist das Ding? So nah dran kann das sein. Eine Wege überbrücken, wenn wir Glück haben, kommen wir hier vielleicht hoch. Ja, dass ich nicht so einen kleinen Meter noch überbrücken kann. Autsch. Autsch. Ich mache jetzt hier an der Stelle eine kleine Stelle und such mal. So, mal gucken. Ich habe eine Rampe gefunden. Laut Internet soll das wohl ein Weg sein dahin. Schauen wir mal. So, ja, man soll hier rüber springen und den Rest klettern. Das ist aber auch. Also die Rätsel sind echt extrem, finde ich. Also die Rätsel an sich nicht, aber das zu finden ist, finde ich, schwierig. Ja. So, hier rein. So, und da kommst du an den Ventilator. Den haben wir von drüben schon gesehen, den Ventilator. Und da wird hier irgendwas blockiert, das können wir noch wegballern. Ah, alles klar. Knäpfchen. Bergversteck. Ach, guck. Das mal für mich, ja? Und ich halt die andere Seite. Ich muss das halten. Eine Schauanlage. Was? Was macht der Hund? Du sollst doch was halten. Kannst du den Hebel ziehen, Kumpel? Nix, zieh das nach unten. Also wie schnell? Du sollst es doch halten. Was ist das Problem jetzt? Würdest du an dem Hebel ziehen, Nix? Das gibt's doch nicht. Halt das fest, Nix. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt läuft doch. Heißt das, der hat wieder Saft jetzt hier? Hast zumindest eins wieder grün jetzt, ne? Was hast du gefunden? Okay, oder hätte ich den da reinschicken sollen? Das ist das da unten, da kann ich hoch und runter klettern. Ein Schnorchel geht da lang. Hier ist irgendwas. Credits, irgendwelcher Müll. Ach, guck. Und der läuft auch wieder. Müssen wir den Ton zum Laufen bringen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe, wie gesagt, bin nicht gespoilert. Ich habe nur geguckt, wo der, wie ich am ehesten dahin komme zu dem Eingang. Okay, jetzt sind. Einer fehlt noch.
Einer geht tatsächlich da lang. Muss ich den wieder einschalten? Auf den Knopf, Nix. Okay, ich kann ihn da nicht drauf drücken lassen. Da geht aber auf jeden Fall in die Richtung der Schlauch. Blöderweise. Kann ich vielleicht irgendwie einen Eingang freimachen hier? Ach, hier, guck hin. Ah. Stehe. Halt mal da ein. Halt da. So, da sind alle drei grün. So, jetzt können wir hier uns weglooten. Ionenzelle. Nice. Und es hat gerade mal 11 Minuten gedauert. Meine Güte. So, das ist der Schaltkreis, den habe ich gesucht. Kernstück, etc. Bergversteck, mehr gibt es da nicht. Noch den Behälter hier. Und dann sind wir hier durch. Wir brauchen den Shit ja zum Kleider verbessern im Endeffekt. Oder zum Blaster verbessern und so weiter. Deswegen ist es eigentlich ganz gut. Mal kurz gucken, was hier noch ansteht. War es das schon? Handel mit Nix schätzen. Schatz auf Toshara. Ein Schatz auf Toshara. Vorgeschoben imperiale Basis. Da breche ich jetzt erstmal nicht ein. Ich weiß nicht, warum wir da schon wieder rein müssen. Haben wir eigentlich alles gemacht? Das verstehe ich nicht ganz. Ach hier. Da haben wir noch Kompressor für Rauchbombe. Das, und dann die Duranstoff-Gedöns. Mal einmal dabei sind. Im Endeffekt brauchen wir es ja auch. Ist ja nicht so, dass wir sagen, ja, wir machen das ja aus Spaß oder nur für Top-Bar-Credits. Das ist ja eine Sache, die man auch wirklich gebrauchen kann. Deswegen halte ich das für eine gute Idee, das zu machen. 2 Kilometer in die Richtung. Gibt es da eine Schnellreise hin? In der Nähe zumindest. Galaktisches Imperium. Luftspiegelung. Humaduran-Stoff ist sogar auf dem Weg. Kernstück für Herstellung. Machen wir über das. Das ist näher. Da können wir kurz nach Yantos Hoffnung reisen. Da kommen wir mal schnell, da kommen wir auch, das Schiff steht glaube ich da, ne? Da kommen wir schnell das Messer, den Blaster einbauen. Ich glaube, das ist ganz gut. Da kann ich mal einen Schnitt machen an der Stelle. Das dauert ein bisschen die Ladezeit. Oh ne, es geht schon. Ja. So, mal gucken. 2 Verbesserungen haben wir aktuell. Plasma. Ah, Schadensverbesserung. Schnellschuss, alles klar. Erhöht den Schaden pro Schuss. Nice. Da fehlt uns halt noch der Gasmist. Gasbeschleuniger. Dann tue ich das Ding auch mal installieren. Mal mehr Schaden damit machen. Meine Schnellschuss ist so gut, aber. Und hier ist auch noch eine Schadensverbesserung scheinbar.
Schaden pro Schuss. Billionen, gell? Ist das? Ja, Billionen. Das ist noch nicht freigeschaltet. Im Power haben wir noch nichts. Da fehlt so ein Blaster-Umweltsystem. Okay. Cool. Aussehen kann im Moment auch nichts Neues, ne? Können wir die ein bisschen nehmen hier. Mir fällt das Bunte ein bisschen ganz gut. Schön. So, aber guck mal, wir haben schon wieder Teile für Schiffsdings zusammen. Suchen Sie nach Schiffsteilen? Was kann man denn verbessern jetzt? Verteidigung. Da habe ich ja schon ein bisschen auf ihn gespart. Okay, los, verbessern. Alles klar. Sehr gut, weiter geht's. Danke für Ihren Besuch. Im Gleiter haben wir nichts, ne, für den Gleiter. Versteckt alles, was funkelt. Sonst wird es gestohlen. Habt ihr ein Banditenproblem? Eher ein Fliegerproblem. Diese Viecher stehlen alles, was glänzt. Die haben bestimmt schon ordentlich Beute oben auf dem Typhonfelsen. Ich hab's leider aber noch nicht hochgeschafft. Aha. Hm, vielleicht versuche ich es mal. Ja, viel Glück. Danke. Neue Informationen gefunden. Typhonfelsen. Okay. Müssen wir nicht jetzt machen. Machen wir jetzt auch nicht. Der Gleitertyp war doch hier auch irgendwo, ne? Ja, der scheint nichts zu haben für uns. Doch da, ne, der hat nichts zu tun. Oh, sorry. Halt dich fest, nix. So, da haben wir zwei Verbesserungen reinbauen können. Und sogar noch vom Raumschiff noch eine Verbesserung gemacht. Und das ist alles nur, weil wir jetzt hier die zwei Sachen in den letzten zwei Folgen gesammelt haben. Und dementsprechend die Materialien, die noch dran gehangen haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Muss man einfach so sagen. Ich schaffe einfach diese 60 Meter nicht. Aber ich habe es schon mal geschafft. Aber aktuell schaffe ich es nicht mehr. Ich weiß nicht warum. So, 92 Meter. Sphoram Duran Stoff Kernstück Info. Kernstück. Herstellung von Selos Halunkentasche. Da können wir mehr Zeug transportieren, also mehr Waffen und so ein Kram. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Wenn wir die noch zusammen basteln. Weil natürlich nicht zu viel Zeit jetzt auf Tashara verbringen. Jetzt fahren wir ein bisschen weg davon. Jetzt mal auf der Karte. Wo sind wir auf der Karte? Sind wir hier? Da oben ist das. Natürlich die Frage, wie wir da hinkommen, ne? Hier vielleicht irgendwie so. Hier ist das Wasser, wo wir gerade stehen. Hier oben ist nichts. Hier oben ist eine imperiale Konsole. Vielleicht hier von der Konsole aus. Ich weiß es nicht. Schwierig, schwierig, schwierig. So, weiß ich jetzt auch nicht genau. Das ist ein Wasserfall. Wow. Oh, wo sind die geflogen? Bleib hier, du Ding. Gut festhalten. Ah, hier ist irgendein Vorratslager. Garius. Ja, jetzt. Aber das ist das, glaube ich, nicht. Ne, ein Schatz gebogen.
oben ist, aber wir waren jetzt bei zwei Dings jetzt, ne? Und jedes Mal muss man über eine Rampe springen und jetzt hier auch eine Rampe. Ich habe das Gefühl, wir müssen die Rampe benutzen. Also. Zweiter Sprungfähigkeit. Sehr gut. Ich mache mal kurz die Karte auf. Ich will mal kurz einen Snip machen hier. Hier ist die Duranstoff-Kernstück-Info und hier sind wir drüber gesprungen. Hier ist die Rampe, hier sieht man sie auch. Und da sind wir rüber gesprungen. Und ich denke, dass wir jetzt hier dahin kommen, auf jeden Fall. Hatte ich nämlich eben nicht gemacht, diese, eben so ein Dings. Eben so eine kleine, Clip. Kleinen Clip. Mal kurz gucken, was ich jetzt hier freigeschaltet habe. Wir hatten das schon mal. Das ist der Sprung. Alles klar. Okay, prima. Dann schlag jetzt dann weiter mit Klettern, nehme ich an, aber. Ja, da geht es dann weiter mit Klettern. Da war der Sprung. Hier geht es mit Klettern weiter. Da wäre ich auch nie drauf gekommen. Das war jetzt nur so eine Idee mit dem, weil wir jetzt schon zwei von diesen Schätzen gesucht haben und jedes Mal muss man über eine Rampe springen. Keine Ahnung, wo es hier lang geht. 27 Meter zeigt er an. Da ist noch ein Fragezeichen. Aber 71 Meter. Da drüben steht einer. Den Sprung schaffe ich doch nicht, oder? Darüber. Aber der Dings zeigt es an. Der kleine Pfeil. Der kleine Pfeil zeigt es an. Ich weiß nicht, ob das was wird. Geronimo! Da. Komm, nix. So leise wie ein Flüstern. Bremsen Dorn versteckt. Er will mal bemerkt werden. Okay. Okay, ist ein bisschen dunkel für euch jetzt, aber ich kann es nicht ändern. Ich freue mich auf meine Ablösung. Ist alles ruhig, glaube ich. Da drüben sitzt einer, da schweißt einer rum. Ich verwette meine Hand da drauf, dass es da drüben irgendwo ist. Ja, Mann, Zeit für deinen Bericht. Das ist alles nur so Einzeltypen hier? Ne, sind zwei. Ich sollte mich bald mal melden. Wenn die jetzt nicht da oben rumschleichen würde, dann würde ich die zwei einfach, dann würde ich den einen Angriff live angreifen lassen, den anderen ausnocken, den anderen ausnocken. Ich lass den mal angreifen hier. Tob dich aus, Nix. Oh nein! Du wirst schon wieder! So, das war ein schöner Move.
Das ist ein cooler Trick, um zwei gleichzeitig auszuschalten. Du lässt den einen von nix angreifen, dann ist er abgelenkt. Der andere lenkt das auch noch ein bisschen ab. Und dann? Und dann kannst du die beiden schön ausnocken. Der schweißt nur da rum, ist mir egal. Wo ist die Tante? Da. Es gibt nichts Langweiligeres als eine Observierung. Nix. Und dann greift die mal. Oh, das läuft gut. Und ist nur noch der eine theoretisch da. So. Dann mal sehen. Na, lass mal hier rum, Datenschiffen. So. Das nächste Kernstück für uns. Hoffe ich. War das R2D2 gerade? Ist das C3PO gewesen, da steht? Kernherausforderung abgeschlossen. Wow. Wow. Expertenkernstück, Duranstoff. Sehr gut. Bereit zur Freischaltung Halunkentasche. Fähigkeiten. Halunkentasche-Fähigkeit erhöht die Anzahl an Bacta-Fiolen und Granaten, die Kate tragen kann. Um je eins. Na dann, kostet ja nichts. Sehr gut. Hier geht es mit Rauchbombe weiter. Oh, guck mal, das haben wir. Elastisches Duran habe ich auch schon am Start. Da können wir gleich noch weiter verbessern. Und erhöht nochmal um je eins. Also wir können jetzt ewig viele Bacta-Fiolen tragen. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch, dann noch für die Gleitermechanikerin fehlt uns nur noch hier die, die Rauchbombe. Also Kompressor für Rauchbombe. Jetzt würde ich das noch machen einfach. Und dann würde ich mich von Tashara verpieseln. Besetzlosentasche. Bereit zum Freischalten. Habe ich doch schon, oder? Ja. Hat jetzt nur gesagt, weil es eigentlich danach käme. So, wir haben eh drin alles gebogen, was zu bergen war. Und die ganzen Crimson Dawn-Typen, die fühlen sich alle gebogen. Wenn sie im Dreck liegen mit ihrem hässlichen Gesicht. Genau, schüttelt es einfach ab. Ist ja unglaublich weich, finde ich. Da ist noch so ein kleiner Lager, da will ich mal kurz hin. Oder kann ich hinsetzen? Ah, cool. Ah. Schön. Das hat schon was, ne? Setz dich einfach irgendwo hin und hast so ein geiles Dings. Ist schon nice. Aber wir müssen weiter, es tut mir leid. Ich kann auch 10 Minuten hier sitzen jetzt. Aber das ist für Let's Play ist scheiße. Für mich persönlich, privat würde ich mich auch noch ein bisschen sitzen. Würde ich so kurz überlegen, was ich als nächstes machen will. Hier ist der Typ von Felsen. Hier ist noch einiges zu tun auf der Schara, ne? Oh. Aber ist ja nicht das letzte Mal, dass wir jetzt hergekommen sind, denke ich mal. Wir machen jetzt noch den Kompressor für Rauchbombe. Und das Ding weiß ich nicht. Guck mal, das ist Autoschara, glaube ich. Ja, mal gucken, wo wir da die Informationen herkriegen. Machen wir erstmal den Kompressor noch schnell. Würde ich sagen. So, da müssen wir hin, da oben irgendwo. Man kann es nicht richtig sehen. Da gibt es also auch keine Schnellreise hin. Wir können hier Kleider verbessern. Ach, wegen dem Sprung oder was? Ich weiß es nicht.
Okay, aber auch keine Schnellreise im Moment, würde ich da schnell vorbeifahren. Aber wir könnten Yandus Hoffnung und da mal kurz und dann hier hoch. Macht vielleicht Sinn, ne? Oder? Ich will mal kurz gucken, was die von uns will. Ein paar Minuten haben wir ja noch in der Folge. Ich denke mal, wir werden vielleicht jetzt noch dann danach noch eine Folge hier verbringen. Es tut mir natürlich sehr leid, dass ich euch damit behelligen musste, aber so ist es bei Roleplay Games nun mal. Man muss halt auch sich ein bisschen ausrüsten. Ich kann das nicht alles offscreen machen. Also ich kann schon. Wir können ja zu dem Kleidermechaniker. Wir müssen da nicht zu der eigentlichen Kleidermechanikerin. Mal gucken, was der hat für uns. Und dann kommen wir von Yandus Hoffnung aus. Reisen wir dann zu dem Dings. Dann machen wir das noch. Und dann gucken wir noch nach dem anderen nach dem einen Teil, was wir da noch haben. So. Erhöhe die Beschleunigungsrate der Triebwerke. Aktiviere Sprungschub. Okay. Mach ich. Was haben wir noch? Da fehlt uns das Material. Jetzt auch Material, okay. Gut. Haben wir das an der Stelle. So. So, kleinen Schnitt an der Stelle. Ich habe mir das Spiel neu gestartet, weil der hat im Text tun schon mal matschig waren. Das passiert von, also so 2 Stunden Spielen passiert das. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, ob das jetzt an OBS liegt oder. Ich weiß es nicht. Egal. Aktuell ist mir das erstmal egal, also ich kann es nicht ändern und man soll nur Dinge versuchen zu ändern, die man auch ändern kann und das kann ich halt schlussendlich nicht ändern einfach. Ich kann nur versuchen damit umzugehen, das mache ich auch. Wir fahren jetzt hier raus und dann nach links halten. Und dann können wir ja so weiter, wenn ich alle 2 Stunden mal neu starten muss, ist vielleicht auch ganz gut fürs Spiel so. Da sind auch mal ganze NPCs neu geladen und man muss halt nur aufpassen, dass man nicht in der Mission ist, weil sich ja die ganzen NPCs zurücksetzen und das ist auch nicht in der Sache. So, kann auf jeden Fall springen mit dem Kleider. Das finde ich sehr schön. Ich möchte gerne mal hier unten irgendwo hin. Am besten wir fahren. Naja, ich könnte jetzt. Aber wir hätten hier vielleicht links abbiegen sollen, ne? Hier in der imperialen Konsole, das ist vielleicht besser. Wir fahren ein Stück zurück und fahren in der Kreuzung hier nach rechts dann. Weil, dann fahren wir nicht so weit durchs galaktische Imperium-Gebiet. Ich habe keine Ahnung, wie gut die auf uns zu sprechen sind. So müsste es richtig sein, ne? Nein, nicht ganz. So. Geröllwand ist schon mal gut. Und da fahren wir jetzt hier an der Konsole nach rechts. Alles klar, merkt ihr das? An der Konsole nach rechts. Da ist die Konsole. Die stelle ich mir doch frei jetzt. So, dann schauen wir mal. Und hier würde ich gerne mal jetzt hier dem hier hinten irgendwo am. Weiß nicht, wie wir da sonst hochkommen wollen. Da qualmt irgendwas. Hier ist so ein Windscheiß. Die Bäume knicken sich schon weg. Wow. Nein! Kurz absteigen. Da ist 100% in der Richtung ist nichts. Bist du bereit? Hier
Hier ist auch überhaupt nichts. Ich suche nach so einer Sprungschanze oder sowas. Ah, hier ist ein Tunnel. Aha. Okay, da ist so ein Tunnel, ist es. Also ihr müsst... Also ich vermute einfach mal, ich gehe mal hier hin, ich gehe mal hier gucken. Hier ist ein Tunnel und da fahrt er durch. Und dann gibt er voll Lack mit dem Dings. Das geht aber nur, wenn du den Schub schon hast, sonst kommst du hier nicht hin. Und der Rest geht dann hier weiter mit, ohne Kleider geht's ja weiter. Na, was geht, Großer? So, den einen Dings holen wir jetzt noch in der Folge und dann machen wir Schluss mit der Folge. Frag mich, wohin das führt. Ich hoffe, dass es nicht zu weit... Oh, aua. Eingestürzter Hügel. Das sieht mir fast richtig aus. Okay, hier ist Wind. Oh, ganz schön windig. Bleib bei mir, nix. Go. Oh, shit. Ah, oh nein. Ich weiß gar nicht, wo wir hin sollen, ehrlich gesagt. Was ist denn das für ein... Das ist eine Kletterwand. Ich wette, da müssen wir hin. So, go. Vorsicht, Nix. Wir haben Gesellschaft. Oh, so ein Mistvieh. Nachher ist gut. Ich wollte die immer ausprobieren. Und die vier sind ja gefährlich. Also die greifen uns ja an. Das hätte ich ja auch in Ruhe gelassen. Wenn der uns nicht angegriffen hat, ist mir das egal, ehrlich gesagt. Nix. Achte auf den Wind. Lass dich bloß nicht wegwehen. Go. Oh, shit. Ah. Oh, nein, nein. Ah. Oh. What the fuck war das? Die allgemeingültige Pose für Scheiße hast du gebaut. Sag mal, wo habe ich mich jetzt verkeilt hier? Ich gehe mal wieder runter. Ja, das tat weh. Ja, komm, schüttel's ab. Was wirklich wehtut, ist die scheiß Folgenlänge, weil das ist echt extrem schon wieder. Ich glaube, ich mach gleich dann zu Ende. Oh, das gibt's doch nicht. So ein Witz. So ein Witz. Ich hab nur drauf gewartet, dass er wieder angehen kann, der scheiß Wind. Warum kann ich den Wind nicht erschießen? Ich will den Wind erschießen. Boah, ist das knapp gewesen. Zum Glück. Ich muss jetzt mal ausgewinden ein bisschen jetzt hier. Wo sind wir? Ja, das möchte ich gerne wissen. Ah, da ist irgendwas. Ah,
Ah, alles klar, das macht so ein Tor zu. Nein, 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 nein! Toll. Okay. Haben wir verkackt. Okay, der macht das Tor zu. Und wie dann weiter? Das Tor ist dann zu. Von hier oben kommen wir, ne? Ja. Von hier, ich wollte mal kurz gucken, wie wir mal für Möglichkeiten haben jetzt noch. 81 Meter noch. In die Richtung. Müssen wir was versuchen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ach da, ich sehe es, wo wir hin müssen. Sind wir da? Das ist ein Spalt. Oh, go. Halten. Achso, das hat eine Tür immer aufgemacht. Alles klar. Und dann mache ich hier nochmal einen Wind aus und gehen wir jetzt hier rüber. Ah. Grobes Tuch und unser Rauchbombenkompensator. Hoffe ich. Wow. Das ist gut. Ne. Verwachsene Amberin. Lass uns abhauen. Solange wir noch können, nix. Hä? Noch im Suchbereich? Okay, wir kommen wieder runter, hoffe ich. Ja, da ist unser Kommandant. Alles klar. So, dann müssen wir alles gesammelt haben hier in dem Dings. Expertenkernstück, Fähigkeiten freigeschaltet. Zack. Rauchbombe. So, dann sind wir fertig mit der Mechanikerin. Freigeschaltet, Rauchbombe. Diese Bombe erzeugt eine dichte Rauchwolke, die Feinde verwirrt. Das kann gut sein, glaube ich. Setze ich die ein? Einfach so, oder was? Das ist also keine Granate, so wie es aussieht. Okay, damit ist die Mechanikerin weg. Weg vom Fenster für uns. Soweit.
So, haben wir hier noch welche. Der Typ, da fehlt auch noch. Da müssen wir beschwatzen, müssen wir mal noch benutzen. Und hier, die ist ja neu gewesen. Okay, cool. Sehr schön. Da steht der Kleider, das war der Plan. Nächstes schon drauf. Neue Informationen gefunden, Ionenkapazität, Ladung. Wo kommt denn das jetzt her? Ist das auch noch Zerschara? Okay, müssen wir auch noch weitere Nachrichten finden. Das war aber, was weiß ich wo. Ach so, hier. Ionen, irgendwas. Hä? Okay. Wir haben doch alle Schätze über 90 Meter. Warte mal, jetzt dürfen wir nicht durcheinander kommen jetzt hier. Wir sind aber am Ende der Folge angekommen, muss ich sagen. Hier ist der Turbolaser. Ach, wir sind hier drüben. Hier oben ist das. Dieser Ionenkapazitäts-Dingsbums-Kernstück. Das ist, die Richtung, die ich gucke, ist das. Ah, das ist da drüben. Das können wir eigentlich schnell machen, oder? Aber wir machen Schluss mit der Folge für heute. Denn wir sind schon wieder bei 46 Minuten und ja, zu lange ist halt auch blöd. Aber bei solchen Spielen geht es halt leider nicht anders. Das tut mir sehr leid. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.